Okay, nun ist es Zeit, schon lange damit gewartet, das zu veröffentlichen. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht genau wusste, inwieweit das wirklich Sinn macht bei mir, das zu machen. Aber nachdem ich festgestellt habe, dass ich 8 Kilo zugenommen habe, habe ich angefangen zu joggen. Und zwar vor 4 Wochen. Und ich dachte, na, ist das so eine gute Idee? Weil, 108 Kilo und Gebrechen überall. Das heißt, mein Schienbeinköpfchen ist gebrochen. Ich habe doppelten Bandscheibenvorfall. Und sonst ist auch alles für den Arsch. Naja, jetzt habe ich 4 Wochen durchgezogen und langsam angefangen mit allem. Und der Körper scheint es mitzumachen. Ich weiß nicht wie lange, aber ich dachte, bevor ich ein YouTube-Video mache, und sage, ich fange an zu joggen. Und 3 Tage später gibt der Körper wieder auf. Ah, nee. Und deswegen, ja, jetzt sind genau 4 Wochen um, seit ich angefangen habe. Ich bin auf Verkehr konzentrieren. 4 Wochen, seit ich angefangen habe. Naja, und es läuft. Und was zu das Wort ist. Und dann würde ich euch gerne, so ein paar Updates geben. Und auch, was das Laufen angeht. Und vor allem das gelenkschonende Laufen. Und, ja, wie ich das Sachen integriere. Und ein paar Videos mache. Naja, jetzt gehe ich erstmal nach Hause. Es hagelt ein bisschen. Aber wir sehen uns gleich wieder. Jo, meine Lieben, so viel zur Einführung. Tatsächlich habe ich gemerkt vor ungefähr einem Monat, dass ich 8 Kilo zugenommen habe, was natürlich daran liegen kann, dass ich seit ungefähr einem halben Jahr sehr intensiv Kraftsport jeden Tag mache, High-Intensity-Intervalltraining und Muskeln bekanntlich schwerer als Fett sind, weil so fühle ich mich jetzt nicht unbedingt dicker. Auch wenn die Nathalie gesagt hat, Mensch, du hast da schon wieder Brüste bekommen. Also von daher, ja, habe ich mir überlegt, ich wollte schon lange mal wieder anfangen mit Joggen. Ich habe das letzte Mal wirklich aktiv gejoggt vor 15 Jahren und habe mich dabei verletzt. Und wie ich mich bei jeder Sportart, die ich mache, irgendwann verletze, auch beim Walking, weil ich es irgendwann übertreibe. Und deshalb habe ich mir jetzt die Zeit genommen, ein halbes Jahr Muskeltraining zu machen und generell meine Muskulatur aufzubauen, insbesondere auch von den Beinen, um mich besser zu schützen. Weil ich habe einmal oberhalb des Schienbeins, da ist irgendwas zerbrochen. Ich habe das im Röntgenbild gesehen. Da, ja, ich kann nicht auf die Knie gehen, weil dann blockiert das und dann kann ich ein paar Monate das Knie nicht strecken, müsste operiert werden. Lasse ich aber. Und ich habe halt einen doppelten Bandscheibenvorfall, weil ich so fett war als Jugendlicher. Und ja, das auch nicht so prall. Und die Hüfte beim Walking. Ich wollte ja unbedingt die 100 Kilometer laufen und habe dann in 2 Wochen in Folge einmal 60 Kilometer, einmal 70 Kilometer gelaufen und dann hat die Hüfte wehgetan und seitdem war die ganz lange entzündet bis vor einem halben Jahr. Ja. Und ja, ich habe dann mit Walking aufgehört und habe dann halt eben Kraftsport gemacht. Naja, und jetzt fange ich halt wieder an mit Joggen direkt als 108 Kilo Mann. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist, bloß irgendwann muss ich ja wieder anfangen. Also jetzt ist der aktuell beste Moment, denke ich. Ich bin, was die Muskulatur angeht, trainiert und ja, ich fühle mich eigentlich fit und auch sonst ganz, ganz gut. Naja, auf jeden Fall habe ich vor 4 Wochen ganz langsam angefangen. Ich habe zusammen mit Nathalie, wer mich auf Instagram verfolgt oder Nathalie wird das wissen, 500 Meter gejoggt. Dann habe ich 2 Tage gewartet, dann habe ich wieder 500 Meter gejoggt. Also ich habe das wirklich sehr, sehr sanft angehen lassen. Das Positive daran ist, dass ich durch meinen Barfußgang und durch meinen Barfußlauf, dadurch, der ist ja, also muss man dazu sagen, nicht jeder Barfußlauf ist Mittelfuß oder Vorderfuß, aber wenn du barfuß läufst, macht es eigentlich Sinn und ist instinktiv so, dass du auf dem Mittelfuß läufst oder wenn du schneller läufst, auch auf dem Vorfuß läufst. Und das macht es natürlich, was die Prävention von Gelenk oder von, ja, vor allem für Gelenkerkrankungen oder Entzündungen angeht, das heißt vom Knie oder von der Hüfte, macht es natürlich besser. Da das Problem der meisten Läufer ist, dass sie halt auf die Ferse aufkommen. Dafür haben sie ja die Dämpfung, aber das ist halt nicht, weder nicht natürlich, noch ist es so sinnvoll, weil du spürst die Schmerzen am Knie und an den Gelenken, die Knochen haben keine Nerven, an den Gelenken spürst du es nicht, erst wenn es dann entzündet ist oder wenn es kaputt ist. Und von daher, ja, wer joggen möchte und lange joggen möchte und eine genetische Prädisposition im Normalbereich hat, der sollte über Mittelfuß oder über Vorderfuß laufen. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch gängige Meinung. Obwohl es gibt natürlich immer, gibt es bei YouTube sowieso, Menschen, die sagen, ja, Fersengang ist ganz, ganz natürlich.
habe ich schon mal ein Video dazu gemacht, soll ja auch nicht das Thema heute sein. Genau, und mein Ziel ist es, nicht zu übertreiben. Und ich war mir auch nicht sicher, ich habe angefangen zu joggen. Wie gesagt, 108 Kilo, dann bin ja nicht mehr der Jüngste und gehandicapt gesundheitlich. Und deswegen habe ich das Video nicht direkt gemacht und gesagt, ich fange jetzt an zu joggen, sondern ich habe jetzt erstmal 4 Wochen gewartet und jetzt kann ich wirklich sagen, es sieht ganz gut aus, es zwickt mal, ich habe, oh, die Hüfte ist doch ein bisschen entzündet oder das Knie hat mal einen Tag so weh getan, beim Laufen das Sprunggelenk, so ein paar Sachen, aber alles würde ich sagen, so Normalbereich. Was ich mir vorgenommen habe, ist nicht zu übertreiben und maximal 10 Kilometer zu laufen und das auch nicht jeden Tag, sondern im Monat so ungefähr 100 Kilometer. Das ist mein Endziel. Das heißt, jede Woche so 25 Kilometer, 2 bis 3 Mal 10 Kilometer mit 1, 2, 3 Tagen Pause. Und das finde ich, fühlt sich gut an und darum geht es mir, dass ich eine sportliche Betätigung finde, die ich out of the box machen kann. Das heißt, einfach rausgehen kann und loslegen kann, kein Fahrrad aufpumpen und mit dem Fahrrad fahren oder in die Schwimmhalle gehen, sondern wirklich direkt joggen kann. Ist es eine Idealvorstellung, vielleicht klappt es nicht, aber ihr werdet dabei sein. Und ja, ich habe gemerkt, dass es wichtig ist, dass ich, auch was meine Herzfrequenz angeht, sehr, sehr vorsichtig starte. Ich habe an dem einen, beim dritten oder vierten Lauf, das ist dann 2 Kilometer gewesen, da habe ich, ich weiß gar nicht, man hat mich voll ausgepowert, aber ich habe schon ordentlich gepowert. Und da war meine Herzfrequenz auf 204. Und ja, also eigentlich dürfte sie gar nicht so hoch sein, weil ich bin 44 und normalerweise gibt es so einen Rechner, sollte ich eigentlich 180 Herzfrequenz haben, aber das ist individuell sowieso immer etwas verschieden. Das kann man nur, also das ist eine Daumenregel. Auf jeden Fall weiß ich, dass 204 definitiv nicht gut ist. Und also zumindest über längere Zeit. Vielleicht für Spitzensportler, aber nicht für jemanden, der 500 Meter joggt. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, so um die 140 Herzfrequenz zu laufen und da erstmal eine Grundlagenausdauer zu packen, beziehungsweise auch schon ein bisschen Konditionen aufzubauen. Was ich entdeckt habe, ist ganz interessant. Ich wechsle immer ab. Ich habe den normalen Dauerlauf und da gibt es von Galloway so eine Walk-and-Run-Konzept. Das heißt, bei 5 Kilometern, die ich derzeit ungefähr laufe, tue ich 30 Sekunden walken und 1 Minute laufen, dann wieder 30 Minuten walken, 1 Minute laufen. Das ist ganz interessant. Ich habe bei derselben Herzfrequenz, ihr könnt mich auf Strava verfolgen, ich tue alle meine Läufe tracken, ich verlinke euch das mal unten, wer Strava kennt und wer da ist. Und ja, und ich bin schneller mit einer gleichen Herzfrequenz, wenn ich 30 Minuten walke und dann 1 Minute jogge und dann abwechselnd auf dieselbe Strecke, in derselben Zeit. Ich finde das sehr, sehr interessant. Und ich glaube, das ist auch für mich intuitiv angenehmer. Ich wechsle das trotzdem immer ab, weil ich das auch verifizieren will, ob das wirklich so ist, weil es irgendwie krass ist, weil dann würden ja die Marathonläufer nicht alle am Stück laufen, sondern immer mal walken und mal laufen. Mal walken und mal laufen. Aber das macht ja keiner. Also von daher denke ich vielleicht jetzt im Amateurbereich, dass das irgendwie eine andere System. Wenn du weißt, warum das so sein könnte, dann kannst du ja gerne die Idee mal in die Kommentare schreiben. Genau. Und ja, und das wollte ich dir nur einfach mitteilen. Ich bin jetzt da dabei zu joggen und zu gucken, ob ich das schaffe, ob ich in diesem Leben dann doch mal irgendwann schaffe, eine Sportart auszuführen, ohne dass ich wieder übertreibe. Und ich will keinen Marathon laufen oder sowas. Ich habe das alles schon im Kopf, aber ich sage, nein, nein, nein. Ich möchte 10 Kilometer aller 2, 3 Tage schön in den Alltag integrieren als schönen Sport und damit meinen Körper fit und gesund halten. Weil diese Bewegungskomponente, da ist bei mir noch nicht, da bin ich noch nicht angekommen. Ich habe vieles ausprobiert und immer mehr her. Ich habe mich halt immer wieder verletzt, beziehungsweise, ja, eigentlich war es immer eine Verletzung, die dazwischen gekommen ist. Ja, immer, selbst beim Fahrradfahren und beim Walken. Es ist immer eine Verletzung dazwischen gekommen. Und von daher hoffe ich jetzt, indem ich die Sportart Joggen sehr gut ausführe. Ich mache auch in den Tagen, wo ich nicht trainiere, Muskeltraining für Läufer, insbesondere halt Hüftmuskulatur stabilisieren und ausbauen, obwohl ich schon Krafttraining gemacht habe. Und einen Tag mache ich Dehnungsübungen für den Läufer. Das heißt, einen Tag Joggen, einen Tag Kraft, einen Tag Dehnen, einen Tag Joggen, einen Tag Kraft, einfach Dehnen. Das ist so meine Dings, meine Roadmap. Dazu halt eben einen schönen, gesunden Mittelfuß- oder Vorderfußlauf und ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, verfolgt mich gerne auf Strava, wenn du Strava hast. Und ansonsten werde ich euch hier auch auf dem Laufenden halten, ja, wie das diesmal läuft. Wie ist es mit dir? Hast du eine Sportart für dich gefunden, die du schon dauerhaft über Jahrzehnte lang machst und ja, die dich begleitet? Und ja, welche ist das? Und hast du Tipps fürs Laufen, fürs Joggen? Ich bin ja ein absoluter Neuanfänger. Ich habe mich viel informiert. Ich habe auch von Marquardt die Laufbibel gelesen. Aber habe jetzt festgestellt, dass
in dem Tempo, wo ich laufe, also ich laufe Pace von 7 Minuten, 7 Minuten 30, irgendwo so dazwischen, dass es da mit Hüftstreckung und so weiter überhaupt keinen Sinn macht. Wenn ich meine Hüfte strecke, dann ist mein Puls auf 160. Das heißt, das funktioniert alles noch gar nicht. Ich habe da noch gar nicht dafür die Physis dafür. Auch die Sauerstoffsättigung ist ja noch bei Weitem nicht dort, wo sie sein müsste, um diese Tipps umzusetzen. Zu wandeln. Was den Laufstil angeht, da mache ich instinktiv schon fast alles richtig. Tu die Arme schön anwinkeln nach oben und das Läuferdreieck nennt sich das. Und ja, eigentlich auch die Bewegung so. Dann, wie gesagt, Mittelfuß, Vorderfußlauf mache ich sowieso schon. Ich neige zu leichten X-Beinen. Ja, das bemerke ich, aber man sollte das auch nicht zu sehr versuchen, künstlich raufzumachen. Ja, ansonsten Fußauftritt und so weiter. Die Hacken anheben ist auch noch für das Tempo, wenn ich die Hacken anhebe und nach vorne schwingen lasse, mit dem Knie und dann noch mit dem Fuß sozusagen diese Abziehbewegung mache. Ich kann das alles machen, aber dann kann ich nicht so langsam laufen, weil meine Herzfrequenz viel zu schnell. Das heißt, diese Technik, die kann ich erst, wenn ich schneller laufen sollte. Aber ich will eigentlich gar nicht schneller laufen. Also ich habe kein Ziel, was die Pace angeht. Ich habe nur ein Ziel, was Kilometer angeht. Und ja, das soll es gewesen sein. Und jetzt wisst ihr Bescheid.